Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Wochenbotschaft. Wir schauen, welche Energien in der Woche vom 25.09. bis zum 1. Oktober interessant werden könnten. Du bedenkst bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen nicht mit ihren Resonanz gehen. Bitte bedenke auch, dass Zeit immer fließend ist. Ich lasse die Karten einfach springen und dann schauen wir mal, was ich so zeigen möchte. Okay, wir fangen mit den Astrocards an. Welche astrologischen Energien wollen sich für die neue Woche zeigen? So, da haben wir schon mal die Skorpionenergie, die Mystikerin. Skorpion, achtes Haus, geht um Stirb- und Werdeprozesse. Es könnte also sein, dass du dich hier in der neuen Woche mit Energien beschäftigst oder mit oder Situationen noch mal in dein Leben kommen, die von dir eine Veränderung, eine Transformation verlangen, oder du sorgst dafür, dass bei jemand anderen eine Veränderung passiert. Skorpion steht auch immer für dieses Mystische, für dieses Unerklärliche, auch für geheimnisvolle Dinge, für Dinge, die im Tiefen oder im Tief Verborgenen sind. Und es könnte einfach gut möglich sein, dass dich solche Themen einfach auch in der neuen Woche beschäftigen. Skorpion-Pluto-Energie ist aber für mich auch immer etwas, was schon sehr lange in deinem Energiefeld ist. Also vielleicht geht es hier tatsächlich auch nochmal um alte Themen, um Themen aus vergangenen Leben, die sich immer wieder zeigen, Kreisläufe, die durchbrochen werden möchten. Also es geht hier wirklich darum, um Transformation. Etwas Altes darf gehen, damit etwas Neues geboren wird. An der Unterseite haben wir das sechste Haus, Arbeit und Routine. Das sechste Haus ist aber auch das Thema Gesundheit, das Jungfrauhaus. Es geht um das Thema, wie gesagt, Arbeit, Alltag, Routine, Gesundheit. Und in Verbindung mit Skorpion kann es hier gut möglich sein, dass du da etwas transformieren möchtest. Auch das Thema Gesundheit, dass du sagst, okay, wo darf sich denn jetzt etwas ändern, ne, damit es mir auch gesundheitlich besser geht? Wo kann ich im Alltag etwas verändern? Und da geht es um große Transformation. Bei dem einen oder anderen kann es sich aber auch um die spirituelle Arbeit handeln, um die psychologische Arbeit handeln. Und hier darf irgendetwas verändert werden, tatsächlich. Ne? Oder auch mal hinter die Kulissen geschaut werden. Ne? Vielleicht geht es bei dem einen oder anderen auch wirklich darum, mal zu schauen, wo möchte man sich denn wie beruflich auch verändern. Also eigentlich um das große Thema Transformation. Ne? Wir schauen jetzt mal, mit welcher Grundenergie startest oder nee, wartet, die Hauptenergie. So rum. Welche Hauptenergie wird denn für die neue Woche hier wichtig? Also, was ist die Überschrift? Da haben, oh, die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist eine Fische-Energie, aber auch sehr geheimnisvoll. Fische, Neptun wird dem 12. Haus zugeordnet, steht auch, wie gesagt, für dieses Geheimnisvolle, für etwas. Vielleicht durchbrichst du auch irgendetwas. Vielleicht kommst du hinter irgendetwas im Bereich Arbeit, Routine, Alltag und Gesundheit, was dir lange verborgen war. Es kann aber mit der Hohepriesterin auch sein, dass du hier etwas ans Licht bringst. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Und interessanterweise haben wir ja an der Unterseite die Sonne. Es kann wirklich sein, dass etwas Verborgenes, wie ich es gerade sagte, ans Licht kommt, dass du hinter etwas kommst, ein Geheimnis aufdeckst, was dir hilft, hier wieder in deine innere Mitte zu finden. Weil die Hohepriesterin ist eine sehr passive Energie, eine sehr. Oder eine Energie, die von sehr starkem Vertrauen spricht. Vertrauen in Dinge oder einfach in das Vertrauen, dass sich alles auch hier zum Guten wendet. Und die Sonne ist natürlich auch für mich eine Heilungsenergie, also gerade sechstes Haus, Gesundheit. Aber die Sonne steht natürlich für etwas beleuchten, für etwas auf die Bühne bringen und für das Thema neue Kraft und Stärke, ne, in etwas Energie investieren. Ne? Und das könnte hier in der neuen Woche ein wichtiges Thema sein. Mit welcher Energie startet ihr denn in die neue Woche?
So, da haben wir hier schon mal den Ritter der Münzen. Also da geht es um das Thema Beständigkeit, Stabilität, Angebote, Chancen. Vielleicht spielt ja auch ein Erdelement eine Rolle. Stier, Steinbock, Jungfrau könnte hier wichtig werden. Oder es handelt sich um Angebote oder einen Menschen, der sehr stabil ist, der euch hier Unterstützung anbietet, neue Vorschläge anbietet, dass man irgendetwas verändert, transformiert, ne, passend zur Skorpionenergie. Und es geht einfach um das Thema Bodenständigkeit, Stabilität. Das Materielle, auch das Thema Finanzen, vielleicht möchte man auch finanziell etwas verwandeln oder anders aufstellen, dass es letztendlich auch Früchte trägt. Ne? Das Erdelement agiert immer so, dass etwas langfristig auch Früchte trägt. Was haben wir denn hier aus dem Tarot? Was kommt danach noch für eine Energie? Mit welcher Energie startet ihr in die neue Woche? So, das waren jetzt zu viele, aber ich habe das Gefühl, die wären alle wichtig. So, da haben wir hier schon mal die 4 der Stäbe. Die 7 der Stäbe, die 5 der Münzen und die Königin der Kelche. Ne? Also, das meine ich nämlich. Es geht hier darum, neue Stabilität in einer Situation zu bekommen, aus einer Mangelsituation oder aus einem Mangeldenken rauszugehen. Das kann jetzt, wie gesagt, beruflich sein, mit dem Selbstwert sein, das kann finanziell sein. Und es geht hier darum, in eine neue Stabilität und Beständigkeit zu kommen, in Situationen, wo man sich immer durchsetzen musste. Es kann auch sein, dass ja eine Königin der Kelche wichtig wird, Fische, Krebs, Skorpionenergie oder du verkörperst die Energie der Königin der Kelche. Und die Königin der Kelche weiß eben ganz genau, für was oder wen sie ihre Emotionen vergießt. Na, an der Unterseite haben wir hier das Ass der Schwerter. Es geht hier um eine klare Entscheidung, die es zu treffen gilt, dass man Dinge aus einer Vogelperspektive betrachtet, um hier wahrscheinlich auch wieder in eine stabilere Energie zu kommen. Das kann natürlich auch auf der gesundheitlichen Ebene sein. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du oder ein Gegenüber, je nachdem, aber so die allgemeine Energie, dass hier ganz viel um dieses Thema Durchsetzung, Kampf ging. Vielleicht auch in Familiensituationen oder im Kollegenkreis, wie auch immer. Und dass es hier darum geht, eine klare Entscheidung zu treffen, genau zu überprüfen, wo investiere ich wie viel Emotion rein. Und hier könnte euch, wie gesagt, auch jemand zur Hilfe kommen. Aber die Frage ist hier tatsächlich, und das hatten wir jetzt auch ziemlich häufig, wo investiere ich in etwas, wie viel Energie, wie viel Kampf, wie viel Konflikt etc., um eventuell aus einer Mangelsituation rauszukommen oder wo ich mich selber mangelhaft fühle oder wo man mir das Gefühl gibt, mangelhaft zu sein. Ne? Und da könnte es schon zu Beginn der Woche interessante Gespräche geben, aber auch absolute Unterstützung und Support. Ne? So, wir schauen mal weiter. Welche Energien werden im Laufe der neuen Woche hier wichtig für euch? Welche Energien werden hier im Laufe der Woche wichtig für euch? Und das passt halt auch hier zur Hohepriesterin, ne? Dass wirklich vielleicht etwas ans Licht gebracht wird. Hier mit den 2 der Münzen, wo man vielleicht auch noch in einer schwankenden Energie war, wo man noch nicht so genau wusste, wo will man eigentlich hin. Und mit dem Wagen trifft man dann aber schon eine Entscheidung, ne? Der Wagen sagt, okay, man möchte vorwärts, man möchte starten. Allerdings der Wagen aus dem normalen Tarot auch 2 Seiten, ne? Ein schwarzes und ein weißes Pferd. Und der Wagen aus dem normalen Tarot ist für mich auch immer eine Energie, wo ich mich zwar mit dem Vorwärtsbewegen auseinandersetze, aber letztendlich noch nicht starte. Warum? Hier sind irgendwie Zweifel. Ne? Und da kann es halt gut möglich sein, dass, wie ich das hier vorne schon sagte, dass man hier Unterstützung bekommt oder dass man halt genau erstmal überprüft, wo lohnt es sich eigentlich überhaupt rein zu investieren. Ne? Wie gesagt, es können berufliche Projekte sein, das können Selbstwertthemen sein, zwischenmenschliche Projekte. Also es geht letztendlich auch darum, einfach genau zu prüfen, wo lohnt sich etwas. Ne? Und vielleicht gerade weil etwas ans Licht kommt, verändert sich da vielleicht auch irgendeine Energie von dir. Ne? Wir schauen jetzt mal weiter, welche Karten hier noch wichtig werden. So, da haben wir, oh, die 6 der Stäbe, die Siegesnachrichten. Ne? Das ist doch schon mal super. Also es kann gut sein, dass hier positive Veränderungen, positive Meldungen auf dich zukommen. Ein Sieg wird eingefahren. Ne? Vielleicht ging es hier tatsächlich auch um eine neue Position, wo man sich in Herausforderungen befand oder um Konflikte mit Kollegen, mit Freunden, mit Familie, wie auch immer.
Und ich habe aber den Eindruck, dass wenn es sich hier um so etwas handelt, dass es dir auch gesundheitlich an die Nieren ging. Ne? Also es ist hier tatsächlich auch mit dem sechsten Haus ein Gesundheitsthema mit drin. Und hier Sonne und die sechs Stäbe, es sind halt wirklich positive Energien. Also es kann auch sein, dass hier gesundheitlich Heilung zu dir kommt. Wir schauen jetzt nochmal, welche Energie wird hier noch wichtig. Ja, du verlässt hier eine Situation. Und interessant haben wir hier wieder Saturn in Fische-Energie. Saturn steht ja aktuell in den Fischen und Saturn in Fische deckt auch Verborgenes auf. Also vielleicht tatsächlich wie die Hohepriesterin und Skorpion. Skorpione, die decken ja auch Dinge auf. Kann es hier wirklich sein, dass durch irgendein Geheimnis, durch irgendeine Information, dass etwas ans Licht kommt, du für dich in eine neue Position kommst? An der Unterseite haben wir hier nämlich den Ritter der Schwerter. Es geht um klare Kommunikation. Hier haben wir den Ritter der Münzen, Beständigkeit, Stabilität. Und hier geht es um einen Ritter der Schwerter. Also klare Entscheidung, klare Kommunikation. Hier wird etwas, wie sage ich immer, hier wird auf den Tisch gehauen in irgendeiner Angelegenheit oder mit irgendeinem Menschen oder wie auch immer. Und das könnte mit dem Skorpion auch etwas Altes sein. Ne, etwas, was lange vielleicht im Verborgenen war, was sich lange belastet hat. Und da könnte hier ein Wandel passieren. Wir lassen jetzt hier nochmal Zusatzkarten aus dem Tarot, was kommen danach springen. Den König der Kelche, ein Königspaar. Hier könnte, wie gesagt, wieder Fische, Krebs, Skorpion unterstützend sein. Und auch hier wieder, ne, es geht um Emotionen, die man hier, wo man sich öffnet. Ne? Vielleicht geht es auch um das Thema Liebe. Ne? Könnte bei dem einen oder anderen ja auch tatsächlich sein. Und da ist es gut möglich, dass hier, dass sich ein König der Kelche öffnet, ne? Dass man über seine Gefühle spricht. Vielleicht war ja auch jemand noch schwankend und hier spricht man jetzt über seine Emotionen. Ja, man bringt etwas ans Licht. Ne? So. Dann haben wir hier noch, genau, guckt mal, hier wird etwas beendet. Und das, die 10 der Schwerter ist für mich immer eine Energie, wo es um das Thema Verrat und Hintergehen ging. Sündenbock, Verrat, Hintergehen, Boshaftigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich. Aber gut, das ist momentan eh ziemlich stark, habe ich das Gefühl. Und es wird etwas absterben, es geht etwas. Es geht etwas, was emotional keine Erfüllung mehr gebracht hat. Aber ich glaube, dass man in einer Angelegenheit, die lange im Verborgenen war und die dich in deinem Wert verletzt hat, wo du dich immer durchsetzen musstest, dass hier dieses, dass du eine Klärung bekommst oder eine Erklärung für eine Situation bekommst. Ne? Und das könnte sich hier tatsächlich zeigen. Wir schauen mal weiter. Eine Karte hätte ich gerne noch. Der König der Stäbe. Widder, Löwe, Schütze, Energie und an der Unterseite der Stern. Und guckt mal die Welt, die nehme ich mal noch mit dazu. Es geht hier wirklich um einen Abschluss und um einen Neubeginn, um neue Zukunftsperspektiven. Jetzt spielen ja aber mehrere Personen eine Rolle. Na, wir haben den Ritter der Münzen, wir haben die Hohepriesterin, wir haben den Ritter der Schwerter, die Königin der Kelche, den König der Kelche und den König der Stäbe. Also es könnte tatsächlich sein, dass du hier mit mehreren Personen ungeklärte Situationen hattest, die dich, ich will nicht sagen verrückt gemacht haben, aber wo du bisher nicht dahinter gekommen bist. Und da kann es in der neuen Woche sein. Vielleicht nicht mit allen. Ne? Bei dem einen ist es nur eine Person, bei dem anderen mehrere. Aber du wirst in einer Situation eine Erklärung bekommen. Und durch diese Erklärung kommst du für dich in eine Vorwärtsbewegung. Und das könnte halt auch von einem König der Stäbe sein. Das könnte jetzt auch ein Vorgesetzter sein. Das könnte ein guter Freund sein, ein Vater, ein Bruder, wie auch immer. Und ich habe wirklich den Eindruck, du kannst dann, weil hier positive Nachrichten kommen, wo etwas ans Licht kommt, was lange im Verborgenen war, ja, dass du hier dadurch eine Situation loslassen kannst und für dich neue Wege gehen kannst, ne? Wo du endlich, auf Deutsch gesagt, also der Stern ist ja auch einer der drei Schutzkarten im Tarot, die Hohepriesterin übrigens auch,
wo du dann für dich einen alten Zyklus beenden kannst und wirklich auch neu durchstarten kannst. Also irgendetwas kommt hier ans Licht, du bekommst für irgendetwas eine Erklärung, wo du lange nicht durchgeblickt hast. Ne? Also sehr spannende Energien und auch interessanterweise sehr passend zu den aktuellen Energien allgemein, laut meinen Erfahrungen. Wir schauen jetzt mal noch, welches Krafttier hier an deiner Seite ist für die neue Woche. Welches Krafttier? So, da haben wir schon die Eule. Guck mal, die Einweihung. In der Dunkelheit wird das Licht geboren. Wende dich der dunklen Seite zu und erleuchte sie. Darin liegt die Lösung. Ne? Also eigentlich genau das, was sagt. Es wird etwas, es wird in eine Situation Licht gebracht. Ne? Und an der Unterseite guckt mal die Spinne, die Schöpferkraft. Nimm den Faden deines Lebens auf. Löse dich aus alten Verstrickungen. Hier Skorpionenergie und die Acht der Kelche. Eine neue schöpferische Freiheit kündigt sich an. Der Stern und die Welt. Ne? Also es ist wieder, und auch hier wieder die Farben gehen wieder wunderbar. Oder sind sehr harmonisch, passen wieder wunderbar zusammen. Also spannende Woche, ihr Lieben. Bleibt mir alles schön gesund. Ich hoffe, das hat euch geholfen und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.